So, jetzt stehe ich hier schon zum zweiten Mal. Offenbar scheint dieses Thema doch etwas schwerer zu besprechen zu sein, als ich es mir vorher gedacht habe. Weil dieses Mal gibt es etwas Redebedarf, aber ich würde erstmal sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu The Diary. Heute mit einem, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, etwas prekäreren Thema. Etwas, was jeden Menschen treffen kann. Wie dich zum Beispiel. Oder halt eben meine Wenigkeit. Wie schon im letzten Vlog erwähnt habe, bin ich ja jetzt in einer neuen Umgebung und muss mich da erstmal einfinden. Wer mehr dazu wissen will, gerne oben in der Infocard das letzte Video gucken, was dieses Thema anbelangt. Und ich bin jetzt schon ein paar Wochen hier. Um nicht zu sagen, schon fast 2 Monate oder sind es schon mehr als 2 Monate? Ich weiß es nicht. Die Tage verschwimmen irgendwie. Und wenn man sich mal die Rahmenbedingungen anguckt, ist das doch eigentlich gar nicht so schlecht hier. Die Arbeit geht voll klar. Das Geld mangelt auch nicht mehr wirklich an allen Ecken und Enden. Und ich lebe hier seit 2 Monaten alleine in einer Wohnung, ohne dass irgendetwas signifikant in Flammen aufgegangen ist oder explodiert ist. Klingt das schon mal eigentlich nach einer guten Bilanz. Dann wird das ja geklärt. Alles perfekt. Video vorbei. Ja, wenn es doch so einfach wäre. Denn obgleich die Rahmenbedingungen besser kaum sein könnten, steckt das Chaos und der Teufel im Chaos selbst. Dieses Mal im Detail des Ganzen. Weil wenn ich mal zwischen den vielen Stunden Arbeit überhaupt mal zu Hause bin, versinkt meine Wohnung und meine Wenigkeit selbst total im Chaos. Das Ganze wird dann noch mit Situationen kombiniert, wo es irgendeine Kleinigkeit in meinem Alltag gibt, die einfach so verheerende Folgen haben, dass ich zum Beispiel 2 Minuten, bevor ich aus dem Haus will, mir einfällt, oh Mist, ich habe noch kein Essen, das komplette Küchenzimmer mit Sonnenblumenöl geflutet wird. Und das wäre ja okay, wenn das 1-2 Mal im Monat vorkommen würde, aber nicht jeden verdammten Tag. Es sind immer kleine andere Dinge, die in meinem Leben mein klitzekleines eigenes Leben mir ein bisschen zur Hölle machen wollen. Und ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, habe mir alle Dinge so angeguckt, die mir in letzter Zeit so passiert sind, wie ich komme zu spät zur Arbeit, mein Tank ist auf einmal leer, Sonnenblumenöl in der ganzen Küche. Dann fällt mir auf, dass sehr oft meine Wenigkeit selbst der Grund für das ganze Übel ist. Long story short, ich stehe mir also ziemlich oft selber im Weg. Sei es jetzt zum Beispiel bei der Sonnenblumenölaktion, dass ich einfach nicht gecheckt habe, dass da noch ein Segel außenrum ist und ich einfach an der Flasche gezogen habe. Und zu den Situationen, wo ich mir selbst im Weg stehe, kommen dann meistens auch noch Situationen dazu, in denen ich zum Teil Schuld habe, das gebe ich gerne zu, aber halt der Hauptpunkt nicht bei mir liegt. Wie zum Beispiel, wenn man kurz vor Antritt zum ersten Tag in der Berufsschule noch merkt, Scheiße, man müsste ja auch noch eine Kopie des Abiturzeugnisses mitnehmen und eine Kopie des Ausbildungsvertrages. Gut, meine Wenigkeit hätte ja früher daran denken können. Ist okay. Mein Fehler. Nichtsdestotrotz kann ich nichts dafür, wenn ich dann wirklich an den Drucker gehen will, das ausdrucken will und die Maschine plötzlich den Dienst quittiert. Und das ist nicht nur einmal vorgekommen, das ist mehrmals vorgekommen. Und irgendwann, wenn du jeden Tag so kleine Dinge hast, die dir jeden Tag versuchen, das Leben zur Hölle zu machen, dann ist das auch mit der Geduld sehr schnell am Ende. Somit musste ich leider bei mir feststellen, dass ich innerhalb der letzten Wochen, wenn nicht sogar Monate, ein kleines Wutproblem entwickelt habe. Tatsächlich, es braucht nur kleine Kleinigkeiten, die mich sofort auf die Palme bringen. Aus der Mücke wird ein riesiger Elefant, der mitten im Raum steht und mir dann tatsächlich meistens den kompletten Tag ruinieren kann. Egal, was ich vorhatte an dem Tag, es wird nicht gemacht. Bestes Beispiel, meine Videos. Ich wollte sehr viele Videos machen eigentlich. Und durch diese Einstellung habe ich gemerkt, bleibt sehr viel auf der Strecke. Nicht nur die Videos, sondern auch andere wichtige Sachen. Warum kann das nicht irgendjemand anders machen? Weil ich habe darauf keinen Bock. Aber das sind halt so Sachen, die man leider machen muss, wenn man endlich mal alleine wohnt. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch so in der emotionalen Verfassung, dass ich einfach keine Lust habe. Immer muss man irgendwas doppelt und dreifach machen, weil jeder irgendjemand seinen Scheiß nicht richtig gemacht hat. Und das geht mir dann immer schon so im Kopf auf die Nerven, wenn ich nur daran denke. Und ehrlich, Hand aufs Herz, wann hat man mal wirklich Lust, Bürokratiekram zu machen? Wenn man nach Hause kommt? Abends um, was weiß ich, 6, 7, 8? Nein, natürlich nicht. Ich komme nach Hause und will da meine Ruhe. Und wenn ich einen schlechten Arbeitstag hatte und ich mich dann zu Hause hinsetze und dann wieder irgendeine Scheiße passiert, weil es passiert immer irgendein anderer Mist bei mir zu Hause, bemerke ich selber, dass ich einfach so absolut keine Lust mehr habe.
egal auf was. Nicht unbedingt so auf jetzt Bürokratienkram oder sonst was, sondern auf nichts mehr. Ich will einfach diesen ganzen Scheiß nicht mehr. Ich will einfach nur meine verdammte Ruhe und einfach mal ein geregeltes Leben. Ohne, dass mich irgendwie da irgendetwas abfuckt, wenn ich aus dem Haus gehe oder bevor ich aus dem Haus gehe oder mich irgendetwas abfuckt, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, zig Stunden geschafft habe, wieder Überstunden gemacht habe und dann trotzdem wieder irgendeine Kleinigkeit ist, die dich richtig. Und da merke ich bei mir selber momentan, dass ich dann öfters mit dem Gedanken ins Bett gehe, was mache ich eigentlich hier? Wozu tue ich das alles hier? Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Lass mich doch einfach verdammt nochmal in Ruhe. Aber spätestens, wenn ich dann am nächsten Tag wieder aufstehe und einen beruhigenden Tee getrunken habe, dann kommen mir diese Gedanken doch sehr, sehr lächerlich vor. Diese Gedanken sollte man nie, wirklich in keiner Situation näher an sich ranlassen, als nur mal kurz über sie nachzudenken, weil diese Gedanken machen einen auf lange Sicht kaputt. Und ich habe bei mir selber gemerkt, dass diese, was mache ich überhaupt hier und wozu mache ich das Ganze überhaupt hier, Gedanken doch meistens nur die Vorboten einer etwas tieferen emotionalen Phase sind von mir. Und das Letzte, worauf ich Bock habe, ist, wieder das antriebslose, nihilistische Stück Scheiße zu werden, was ich letzten Herbst war, was ich vorletztes Jahr war, was ich vor 3 Jahren war oder wie lang schon ich mit diesem Problem zu kämpfen habe. Weil dieses Jahr, 2017, habe ich keinen Bock darauf. Und deshalb würde ich sagen, bevor ich jetzt noch weitere Ausschweifungen in irgendwelchen emotionalen Gefilde meiner selbst mache, würde ich einfach sagen, ich packe den ganzen Scheiß, der mich richtig abfuckt, nicht in dieses Video, sondern in ein anderes. Und würde dieses Video gerne einfach mit der Message of the Day abschließen. Und diese Message geht wie so ziemlich letztes Video, beziehungsweise letzten Vlog, auch wieder an die, die sich gerade in meiner Situation befinden. Die einfach merken, dass es momentan einfach so Situationen gibt, die sie richtig abfucken, die ihnen auch den letzten Nerv rauben und dass einfach manchmal absolut nichts hinter ihnen zu stehen scheint und sie sich komplett alleine fühlen und sich dann abends im Bett fragen, wer bin ich und wieso mache ich das überhaupt hier? Für euch ist diese Message. Nehmt euch mal die Zeit, einfach einen Schritt langsamer zu machen. Versucht einfach mal, wenn auch wirklich physisch, euch hinzustellen und emotional ein- und tief auszuatmen. Ich mache jetzt kurz langsam und betrachte die Dinge einfach mal etwas objektiver. Und wenn man dann angefangen hat, die ganze Situation nochmal aus einem entschleunigteren Winkel zu betrachten, dann kneift man gefälligst die Arschbacken zusammen und gibt wieder Attacke. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, entweder auf der Stelle weiterzutreten und irgendwann zu warten, bis euch alles überholt hat und ihr absolut keine Möglichkeit habt, mehr Anschluss zu finden. Oder ihr beißt wirklich die Zähne zusammen und gebt einfach das Beste, was ihr könnt. Wenn das nicht reicht, dann könnt ihr trotzdem mit euch zufrieden sein, weil ihr von euch selber sagen könnt, geil, ich habe mein Bestes gegeben. Und ich persönlich fühle mich einfach gut, wenn ich mein Bestes gegeben habe. Und wenn es dann am Ende nicht gereicht hat, dann sei es halt drum. Ich bin dann wenigstens mit mir zufrieden. Und wenn ihr wirklich merkt, dass ihr so langsam antriebslos werdet, dann sucht euch irgendeinen Antriebspunkt, der euch wirklich wieder weiterbringt. Sei es jetzt eine Person, die ihr wirklich gern habt, sei es ein Hobby, was ihr gerne macht. Ich zum Beispiel Videos machen oder jetzt in letzter Zeit auch tatsächlich arbeiten. Sucht euch einfach irgendetwas, was euch motiviert, was euch anspornt, was euch wirklich quasi schon fast nötigt, weiterzumachen. Und wenn ihr merkt, dass die Probleme nicht bei euch liegen, sondern bei anderen Dingen, wie zum Beispiel die Arbeit läuft scheiße oder irgendetwas in eurer Wohnung fuckt euch ab, wie zum Beispiel eine launige Waschmaschine oder ein defekter Drucker, dann versucht diese Probleme dort anzugehen, wo ihr könnt. Auf eurer Arbeit, bei eurem nächstbesten Vorarbeiter oder bei irgendeinem, mit dem ihr da reden könnt. Es gibt da immer einen. Trust me. Und wenn wirklich euer größtes Problem euer defekter Drucker ist, dann nehmt 50 Euro in die Hand und kauft euch verdammt nochmal einen neuen. Und damit würde ich sagen, das war's mit The Diary für dieses Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen rauf. Wenn nicht, dann Daumen runter. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Kritik und andere Sachen gerne unten in die Comments. Würde mich auch mal wirklich interessieren, wie es bei euch gerade im Leben so abläuft. Wenn ihr selber mal so Situationen hattet, gerne damit unten in die Comments. Auf dem Weg dahin die Infobox mit Social Media Kram wie Facebook, Twitter und sonst eine Geschichten. Auch wenn ich wirklich nicht so der Social Media Typ bin. Fast wirklich am aktivsten bin ich hier auf YouTube, deshalb klickt euch hier in die nächsten beiden Videos rein oder abonniert hier und klingelt unten das Glöckchen, um absolut kein Video
Video mehr von mir zu verpassen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für über 100 Abonnenten. Ich weiß nicht wieso, aber genug der komischen Fragestellerei. Ich glaube, das hatten wir genug für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.